Okay, gehen wir mal weiter im Text. Diese Zeitschrift hier wurde mir von einem Massengeschmackarbeiter mitgebracht, einem Massengeschmack-Mitarbeiter, der leider anonym bleiben möchte. Wir nennen ihn einfach mal Pario Meris. Das ist eine Praline aus dem Jahre 1972. Das hat aber jetzt gedauert. Und die kostete damals 80 Pfennige. Und wenn Ihnen heute Leute erzählen, das war damals viel Geld, nee, war es nicht. Also, das ist eine sehr, sehr seltsame Mischung, was einem hier geboten wird. Also, frivole Stories und ganz furchtbare Berichte über tote Kinder geben sich hier quasi die Klinke in die Hand. Hier geht es also los, das ist hier Seite 8. Da ist also ein sehr trauriger Bericht, wie eine Familie ihr Kind bei einem furchtbaren Unfall im Schwimmbad verloren hat. Möchte ich nicht näher drauf eingehen. Und eine Seite weiter ist ein Bericht über Sex im Beruf. Und zwar geht es darum, wie junge Friseurmädchen ihre männlichen Kunden verführen. Ja? Wenn ich diesen Bericht so lese, dann muss ich direkt an einen Ausschnitt denken, den ich mal in Porn gesehen vor mir hatte. Wenn wir den mal kurz zeigen können. So, heute ist endlich wieder Dienstag und mein Chef hatte eine coole neue Geschäftsidee. Und zwar waschen, schneiden, ficken für 10 Euro. Und ja, ich bin mal gespannt. Sind schon alle weg, weil ja, für die Kerle ist es vielleicht nicht so schön, wenn auch andere Männer da sind. Deshalb bin ich ja da und schauen wir mal, wer heute kommt. Tja. 10 Euro, also so eine Frechheit. Das war damals viel Geld. Ja. Also, hier in diesem Bericht wird also die brisante Frage gestellt, wird an den Arbeitsplätzen wirklich nur gearbeitet? Hier oben steht's. Wird an den Arbeitsplätzen wirklich nur gearbeitet? Ja, das ist eine ziemlich heikle Frage. Hier bei Massengeschmack zum Beispiel wird alles Mögliche gemacht. Aber käme nicht auf den Gedanken, irgendwas davon als Arbeit zu bezeichnen. Hier steht unten drunter, Psychologen wissen, in jedem Betrieb, in dem Frauen und Männer zusammenarbeiten, kommt es zu sexuellen Spannungen. Daraus entsteht oft ein Flirt, manchmal aber auch Liebe. Die Frage ist natürlich, woher wissen Psychologen das? Die haben ja keine Ahnung, die arbeiten ja alleine. So, hier erzählt also die Friseurin Elke, dass beim Haareschneiden öfter mal Männer sie anbaggern und das wundert mich sehr, warum, weil die ist doch so züchtig angezogen, wenn sie hier mal schauen. Also, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum da die Männer irgendwie auf dumme Gedanken kommen. ja, das, so sieht die Arbeitskleidung bei Friseuren immer aus, also auch heute. Also ich war auch erst vor kurzem beim Friseur und das ist heute auch immer noch so. Bedauerlicherweise hat mich ein ungefähr 60 Jahre alter, schwuler, 150 Kilogramm schwerer Mann bedient, aber generell ist das immer so. Ansonsten ein sehr interessanter Bericht. Noch interessanter, ich würde gerne wissen, was nächste Woche ist. Nächste Woche lesen Sie hier Fotomodell Ilka. Als ich halbnackt vor dem Fotografen stand, hatte er Lust auf Liebe. Also das ist die Höhe, ne, diese Männer. Kannst du als Frau nicht mal halbnackt vor einem Mann stehen, ohne dass der sofort wieder sonst was denkt. So, was haben wir hier noch? Wie gesagt, generell bei diesen alten Magazinen versuche ich mich immer auf die Werbung zu konzentrieren. Und hier ist zum Beispiel diese tolle Bundeswehranzeige, ja. Die Chancen des Oberleutnants Paul Wende, 27 Jahre, oder warum ein Heeresgrenadieroffizier älter sein muss, als sein Pass angibt. Tja, diese Frage wird uns leider nicht geklärt. Paul Wende ist auch nicht mehr so politisch korrekt heute. Das müsste heute eigentlich heißen Paul-Wiedervereinigung. Aber das konnte man in den 70er Jahren natürlich noch nicht wissen. Wie gesagt, der Knaller an diesem Magazin ist folgender Leserbrief, den ich Ihnen einfach mal unkommentiert vorlese. Hatte viel Erfahrung mit deutschen Männern, bevor ich einen Neger heiratete. Die Vorzüge: Ein Neger hat ein größeres Geschlechtsteil und ist auch ein feuriger Liebhaber. Ich kann nur jeder Frau raten, sich einmal einen Neger zu angeln. Diese Schwarzen sind wirklich Wunderkerle. Es könnte nicht schaden, wenn Sie diesen Brief öffentlich veröffentlichen. Er würde helfen, endlich einmal die Dinge ins, Achtung, rechte Licht zu rücken. Tja, was soll ich dazu noch sagen?